Kai macht eine Kellerkarte auf. Die beste Lösung. Hier beginnt der königliche Dungeon. Es ist hier unten wesentlich dunkler und ungemütlicher als oberhalb der Treppe. Aus einiger Entfernung vernimmst du einen grässlichen Schrei, der beinahe in Stereo-Qualität von den Wänden widerhallt. Mögliche Richtung rauf oder Süden? Dann halt Süden. Wenn ich schon mal hier unten bin, dann mache ich halt hier unten weiter. Die Karte wird kompliziert. Oh ja. Ja, ich werd die gleich das dritte Mal neu machen oder so. Ja, wieso? Das kannst du ja theoretisch lassen. Dann musst du nur auf der... Wir wissen es nicht, Fuchs. Vielleicht kommt ja links noch jede Menge Zeug. Du befindest dich in einer Sackgasse. Mit einer lässigen Handbewegung entfernst du den riesigen Sack, der den Weg blockiert. Und zerreißt ihn mit bloßen Händen in unzählige kleine Fetzen, die von einem geisterhaften Wind davongeweht werden. Wirkliche Richtung Norden oder Süden, du siehst nichts. Eine Sackgasse. Großartig. Ich gehe nach Süden. Ich habe mir schon gedacht, dass die Karte wäre da schon vorbei. Nein. Nee. Ich glaube, dann hätten die den Dungeon nicht angelegt. Ich weiß nicht. Das ist bei denen kann alles passieren. Du hörst aus der Ferne erregte Stimmen. Tarjans Macht wird immer größer. Wir müssen uns beeilen. Recht habt ihr, meine Freunde. Skara Ray darf nicht länger unterdrückt werden. Ja, aber die Butterkekse von Leibniz schmecken auch nicht übel. Die Stimmen werden leiser und verstummen schließlich ganz. Du stolperst beinahe über eine am Boden liegende Leiche und kannst gerade noch einen Sturz verhindern. Zwei muskelbepackte Krieger stürmen an dir vorbei und verfolgen mit unartikulierten Kampfschreien einen kleinen Hamster um die Ecke, wo sie ihn kurze Zeit später stellen können. Verwirrt siehst du den beiden zu, wie sie ihn heldenhaft erlegen und mit seiner kleinen Leiche wieder lachend verschwinden. Mögliche Richtung Norden-Osten, du siehst nichts. Wie nenne ich das Ganze jetzt? Das ist die Hamster-Ecke. Okay. Hamster-Ecke. Ich gehe nach Osten. Ei. Warum auch immer der Hamster den Mann umgebracht hat. Der Mann den Hamster. Der Hamster hat auf ihn umgebracht, die haben doch den Hamster gestellt. Ja. Das war ein bösartiger Monster-Killer-Hamster. Das ist bestimmt verwandt mit dem Hamster für Agentenauslöschung. Du befindest dich immer noch im Dungeon. Von irgendwoher vernimmst du das Tappen riesiger Füße. Ob es hier Ratten gibt? Richtung Nord und Westen. Dann halt nach Norden. Wie lange ist das kein Dungeon, sondern dein Flur? Ich finde diese Ratten. Bestimmt. Die bringen mich dann um. Dann haben wir uns auf jeden Fall schon mal umgeguckt. Da unten, so ein Stück weit. Sei auf der Hut. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Möge der Herr dich behüten. Mögliche Richtung Norden oder Süden. Du siehst Hut. Dann nehme ich den Hut. Ich nehme... Nimm Hut! Nimm Hut. Betracht. Ja, jetzt gemacht. Ich wollte gerade gucken, hat er das B genommen? Ja. So Hut. Ein Original Fedora Hut. Trage. Rage. Rage Hut. Rage. Setze Hut auf. Kannst du tragen. Das würde mir nicht stehen. Das weißt du gar nicht, bis du es probiert hast. Setz Hut trotzdem auf. Setze Hut trotzdem auf. Das würde mich nicht stehen. Doch! Dunkel ist der Sinn deiner Rede. Das fehlt das B, aber egal. Dunkel ist der Sinn deiner Rede. Was blockt dem? Blöd, Mann. Ich gehe.
Das wäre sinnlos. Ach ja, wo kann ich hin? Norden? Ja. Siehst du, wie ich gehe? Hier scheinen bis vor ziemlich kurzer Zeit noch barbarische Kämpfe getobt zu haben. Die Wände sind übersät mit Blutspritzern und zerplatzten Eingeweideresten bedecken den feuchten Steinboden. Irgendjemand scheint mit letzter Kraft noch etwas an die Wand geschrieben zu haben, bevor er starb. Du beugst dich vor und entzifferst mühsam im schummrigen Halbdunkel die Wörter "For a good time call Janice". 098113771. Mögliche Richtung Osten oder Süden? Ich hab kein Telefon, also Osten. Die königlichen Flurkatakomben. Mhm. Bisher hatte ich mir keine Abzweigungen. Nein. Aber ein Hut. Ja. Oh ja, ein Hut. Von irgendwoher erscheint plötzlich eine Fanfare und 1000 schwer bewaffnete Ritter in farbenfrohen Gewändern galoppieren auf dich zu. Mit einem mutigen Aufschrei stürzt du dich auf sie und schlägst sie in die Flucht. Danach atmest du tief durch und polierst deine Fingernägel. Süd, Osten, Westen, Süden. Endlich mal eine Abzweigung hier. Osten, Westen, Süden. Dann gehe ich mal nach Süden. Nachdem ich diese Ritter in die Flucht geschlagen habe, wo auch immer die plötzlich herkamen. Das waren 1000 Ritter? Ja. Ja. Und da sind wir schon wieder. Beim leisen Quietschen öffnet sich über dir eine kleine Falltür und jemand wirft Küchenabfälle auf dich herab. Dann schließt sich die Falltür wieder und du stehst stinkend da. Verärgerst und polierst du deine Klamotten, bis du wieder einigermaßen sauber bist und beginnst damit, dir ein paar befriedigende Todesarten für den Koch auszudenken. Norden, Süden ist nichts. Töte Koch, nein, Süden. Der Koch kann auch nichts dafür, wenn du so doof bist und gerade unter der Klappe stehst. Ich frage mich eher, warum hat der Koch eine Falltür, wo er Sachen in die Katakomben schmeißen kann. Naja, damit die 1000 Ritter alle versorgt werden. Ja, richtig. Du wirst immer noch ziemlich ziellos im Dungeon herum, ohne dass sich etwas Besonderes ereignet. Norden, Osten, nichts. Osten. Also, ich merke, dieses Spiel hat sehr viele leere Räume. Ja. Ja. Lange Laufwege. Und ich muss sie trotzdem alle irgendwie betiteln. Richtig. Ja. Das machst du aber bisher sehr, sehr gut. Ja, einer ist mir bisher durchgegangen, weil ich nicht weiß, wie ich den nennen soll. Das war dieses, hier steht die Pharmahütte. Ach nein, du bist hier vollkommen heil, das ist immer noch... Als du diese Stelle erreichst, wird dir mit einem Mal etwas klar. Würde sich jetzt und hier im Osten eine Tür finden, dann würdest du im Raum des Riesen stehen, ohne extra den langen Weg außen rumlaufen zu müssen. Ja, ja, die Welt ist so schlecht geworden. Mögliche Richtung Nord oder Westen? Also ist rechts von mir der Riese. Ja. Benutze... Axt. Axt. Mit Wand. Auf östliche Wand. Auf... östliche... Wand. Das ist wohl nicht notwendig. Das ist komplett notwendig. Das ist bestimmt so ein süßer kleiner Kreisweg da hinten. Bestimmt. Ein kleiner Kobold kommt aus dem Dunkeln herangehüpft und wirft dir etwas entgegen. Danach verschwindet er wieder auf dieselbe rätselhafte Weise und du betrachtest den Gegenstand, den er dir auf den Kopf geworfen, an den Kopf geworfen. Ein Glückskeks! Du brichst ihn auseinander und liest das darin liegende Zettelchen. Hey,
hilft mir! Ich werde in der chinesischen Fabrik für Glückskekse gefangen gehalten! Du grübelst darüber nach, was das bedeuten könnte und isst dabei gedankenverloren den Zettel mitsamt dem Keks auf. Mögliche Richtungen Norden oder Süden. Ich gehe nach Norden, dann haben wir den Kreisweg fertig und wahrscheinlich auch die Katakomben. Wahrscheinlich. Klar, die Glückskeksfabrik. Nimm, 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 nimm. Sehr schöne Karte. Ein verwegen aussehender Mann kommt auf dich zu und fragt dich nach der Uhrzeit. Hilfsbereit siehst du auf sein Handgelenk, um ihm die gewünschte Auskunft zu geben, als dir mit einmal klar wird, dass die Armbanduhr ja noch gar nicht erfunden wurde. Du teilst ihm deine Erkenntnis mit und ihr kommt dabei ins Plaudern. Er stellt sich dir als Dr. Indiana Jones vor und berichtet dir, dass er gerade im Begriff war, einen alten Tempel zu erforschen, als sich plötzlich eine Falltür unter ihm auftat, er ihn durchstürzte und seitdem hier herumirrt, auf der Suche nach einem heiligen Schal oder so ähnlich. Mögliche Richtung Osten, Westen, Süden. Du siehst nichts. Rede, Indiana Jones, damit kommt man heutzutage auch nicht mehr durch, wenn man so jemanden in sein Spiel einbaut. Indiana sagt, ich hasse Schlangen. Danke, danke, das wusste ich. Na dann, gehen wir wieder. Wiedersehen, Indy. War schön mit dir. Du kannst nach Osten. Ja, ich wollte nach Westen gehen. Ich habe wieder Osten und Westen verwechselt. Andere Menschen haben eine Rechts-Links-Schwäche, ich habe eine Ost-West-Schwäche. Also die Karte muss ich auf jeden Fall nochmal neu zeichnen. Die wird gerade sehr kreativ. Als du weitergehst, wird dir mit einem... Danke. Keine Ahnung, ich war in dem Raum ja schon. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Im Osten warst du noch nicht. Hier ist Indiana Jones und wir sind nach Osten gegangen. Ach so, ich dachte, er wäre zu Ende. Nein! Ja, das wusste ich nicht. Du gehst jetzt nochmal nach Westen zu Indiana Jones. Ich dachte, ich gehe jetzt wieder da lang zurück. Nein! Ich dachte, es wäre vorbei. Nein! Warum sagt mir das denn keiner? Ich hab dir gesagt, geh nach Osten. Hab ich auch gemacht. Ja! Aber ich dachte, es wäre vorbei, wir müssen nach Westen. Nein! Warum gehst du denn nach Osten, wenn du meinst, es ist vorbei? Du musst nach Westen. Ja, weil... So, Osten, Westen, Süden. Osten, Westen, Süden. Osten. Das muss mir auch mal sagen. Ich spiele hier nur. Ich habe ja nicht die Karte. Ich dachte, es wäre so ein Kreisweg und dann wäre die Karte einfach zu Ende. Nein. Nein, war ein Weg mehr. Voll blöd. Die können uns einfach nicht einfach meine Erwartungen so ruinieren. Als du weitergehst, wird dir mit einem Mal schwindelig. Ungefähr eine halbe Stunde lang stehst du orientierungslos da, bis sich dein Blick niederlichtet. Du hörst ein höhnisches Lachen, das von allen Seiten gleichzeitig zu kommen scheint. Mögliche Richtung Westen-Süden. Süden! Nochmal Süden und ich müsste beim Riesen sein. Theoretisch. Ja. Ich habe eine Axt, da ist ein Riese. Den mache ich alle. Du siehst hier drei Schilder. Eines deutet nach Süden und trägt die Aufschrift in den sicheren Tod. Das andere zeigt nach Norden und du liest der Weg in die Freiheit. Zu Glück und Reichtum. Während das dritte nach oben zeigt mit der Inschrift Aufzug außer Betrieb. Mögliche Richtung Norden-Süden. Norden, Süden. Ja. Da ich eh alles neu einsammeln muss. Komm her, Riese! Ich frage mich jetzt gerade, wie kommt der Riese da unten in den Dungeon rein? Und was macht der Dungeon? Der Dungeon ist um ihn rumgewachsen. Ach so. Es ist ein Dungeon, da ist immer ein Bossgegner drin. Du siehst das Wohnzimmer des furchtbaren Riesen. Erfülle des Königs Auftrag. Und Ruhm, Ehre und eine geile Prinzessin sind dein. Dann fällt dein Blick auf den Riesen und dein Herz sowie dein Mittagessen rutschen in die Hose. In die Richtung Norden. Ich sehe nichts, ich sehe den Riesen. Siehe,
Sieger gegen den Riesen, meinetwegen auch. Siegeriesen. Siegeriese. Dunkel ist der Sinn deiner Rede. Töte Riese. Mit einem mächtigen Rundumschlag tötest du den Riesen mit der Axt. Leider fällt er dabei nach vorn und begräbt deine Axt unter sich. Shit. Der Riese ist tot. Fertig. Ich befürchte aber, du musst dem König irgendeinen Hinweis mitbringen, dass du den Riesen getötet hast. Der soll nach unten gehen und sich den Riesen angucken. Ist ja nicht so weit von hier. Er trachtet toten Riesen. Betrachte. Riese? Sieht aus wie ein toter Riese, nur mal aussieht. Circa 3,50 Meter groß und überall behaart. Und erst das Gesicht. Nee. Dann geh zum König. Dann geh ich mal wieder. Wir sind jetzt ja hier unten fertig. Ich hab den Riesen getötet. Kriege ich jetzt meinen Ruhm und Ehre und eine geile Prinzessin? Jo. Nochmal nach Norden, wenn ich mich nicht getroffen habe? Ja. Keiner muss mich lotsen. Nach Norden? Ja. Das war ja einfach. So, dann nach Westen. Da bist du dann bei Indiana Jones. Ja, den habe ich gehasst und wollte von ihm wegrennen und bin dazu hingerannt und bin wieder weggerannt. Kann ja auch keine Ahnung, dass es dann nach Osten geht. Westen. Nee, Moment. Westen, ja. Zu den 1000 Rittern. Laden. Dann nach Westen zum Kampfplatz. Dann schätze ich dreimal nach Süden, zweimal nach Süden. Zweimal nach Süden. Das verwirrt mich gerade. Ich habe den Riesen getötet. Süden? Als nächstes darfst du dann die Pferdeställe ausmisten oder so. Gibt's da eine geile Prinzessin? In den Pferdeställen. Gibt's garantiert eine Stunde, die Prinzessin genannt wurde. Eben, ich wollte gerade sagen, das ist das Reitpferd des Königs. Geile Prinzessin. Uhu! Und das bekommst du? Ja. Wow. Süden. Aber schön, dass du schon mal den Hut mitgenommen hast. Ja. Ich hab einen Hut. Hey, König! Ich hab einen Riesen getötet und einen schicken Hut, der mir nicht steht. Aber meine Axt habe ich verloren. Im unterm Riesen. Westen. Norden hoch. Genau. Mhm. Oder Norden oben. Da vorne beim Korridor ging es auch nochmal nach oben, ne? Auf der anderen Seite bin ich gerade. Ja, aber da bin ich ja noch nicht lang gegangen. Ich weiß. Wir haben uns erst unten. Faden. Gut. Jetzt müssen wir erstmal wieder nach oben kommen, weil der Aufzug ist ja kaputt. Ja. Ja, dann sind wir jetzt fertig. Das war's dann mit Sion. Mal gucken, was uns... Wir forschen aber noch weiter, wie es ja aussieht. Ja. Und wer weiß, wir wollen doch über den Grenzübergang vielleicht drüber, in die DDR oder so. Ja, wir wollten in die DDR, weil es da keine Riesen gibt. Ich hatte den Riesen jetzt in der DDR vermutet, um mal ganz ehrlich zu sein. Ja.
drauf. Blink, 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 blink. Westen? Nein, Westen, nicht Lea. Westen. Meinetwegen auch leer. Dann gehst du eben leer nach Westen. Ich gehe niemals leer nach Westen. Sondern lieber voll nach Westen. Nein, voll nach Osten. Norden. 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 Und dann wieder Westen-Norden. Norden. Erstmal nur Norden, da ist noch ein Stück. Ja, aber ich wollte doch zum König gehen und gucken, was der dazu sagt. Ach so, ja. Dann Westen-Norden. Nicht, dass der jetzt sagt, das war der falsche Riese. Du hast mein Hausriesen umgebracht. Ups. Sachen gibt. So, Norden. Okay, hier ist ein Visum für die DDR. Du kriegst kein Visum, du wirst aus dem Land rausgeschmissen. Kronsa, bla bla bla. Rede. Koenig. Meine Geduld hat ihre Grenzen. Bringe er mir den Kopf des edlen Riesen. Ah, okay. Ich habe den Riesen getötet, habe aber keine Angst mehr, um seinen Kopf abzuhacken. Alles klar. Ja, ja. Dann brauchen wir wahrscheinlich das Schwert vom Schmied. Schätze ich mal. Mhm. Was wollte der haben? Potenzmittel von den Zwergen. Okay, dann gehe ich wieder zurück nach Westen. Nach Osten. Ist mir doch egal. Hauptsache ich gehe. Ich kann auch nach Westen und dann nach Norden. Ist alles möglich, dem der da glaubt. So, dann gehe ich jetzt nach Norden. Ja. Ja. Also ich brauche den Kopf des Riesen, bevor der mitmacht. Okay. Ja. Dieser Raum scheint der Speisesaal zu sein. Dein detektivisch geschulter Verstand stellt mit unglaublicher Präzision fest, dass sich hier die königliche Familie jeden Tag zum Gemeinschaftsfraß einfinden müsste. Im Durchgang zur Küche steht der Hofnarr und wirft dir einen unsagbar gelangweilten Blick zu. Süden, Osten und Tisch. Und ein Hofnarr. Ja. Warum hast du das B so sehr? Betrachte. Tisch. Er ist leer. Rede. Hofnarr. Hofar. Ich rede auch mit der Hofare. Der Hofnarr baut sich breitbeinig vor dir auf und sagt: Ha! Wenn du jetzt mit einer Raubkopie spielst, bist du jetzt geliefert. Was steht auf Seite 34 Absatz 7 Wort 11 in der Anleitung? Gut, ich hab die Anleitung. Mhm. Ich bin gleich wieder da. Okay, such mal. Bis gleich. Das ist eine Kurzanleitung. Guck mal, wie lang die Kurzanleitung ist. Kurz. Da hast du keine Seiten. Ha. Ich habe eine Komplettlösung. Dann durchsuche die mal nach Hofnarr. Da frage ich den Hofnarr. Dreimal. Okay. Hofnarr, du hast versagt. Du willst gar nichts von mir wissen. Ede. Es ist Ede, der Hofnarr. Ja.
Tja, das war leider falsch. Ich kann dir zwar nicht beweisen, dass du eine Raubkopie besitzt, fordere dich aber trotzdem hiermit auf, alle Cracks sofort zu vernichten. Als Belohnung, nimm dies. Er drückt dir ein Schlüssel in die verschwitzte Hand. Aber das stand dreimal. Dofner zieht dich in eine dunkle Ecke des Raums und flüstert... Oh, das gefällt mir. Ja, bitte? Du spielst doch bestimmt gerade mit einer Crack-Version dieses Games, oder? Dann kann ich dir den Dietrich hier ja auch gleich geben. Er wirft den dir zu und du stehst mit großen Augen da. Danke. Ich kann noch nach Osten? Osten, ja. Da muss man aber auch drauf kommen, noch mit dem dreimal zu reden. Kommt drauf an, so verzweifelt wie wir waren, haben wir mehrfach mit Statuen gesprochen. Richtig. Stimmt. Da ist der Koch! Als du die Küche betrittst, bricht dir der Schweiß aus allen Poren. Warum? Moment. Doch. Bricht dir der Schweiß aus allen Poren. Warum muss es in solchen Räumen immer so verflucht heiß sein? Der Koch steht am Herd und blickt von seinen Kochtöpfen auf, als er dich bemerkt. Was du wollen hier? Du nix haben verloren in meiner Küche. Wenn du dich wollen machen nützlich, dann fangen... Dann fangen Nistfliegen oder wischen Boden auf. Er widmet sich wieder seinen Kochtöpfen und du beginnst, die hier herumschwirrenden Fliegen zu zählen. Nach der 711. Fliege wird dir die Sache zu langweilig und du beginnst ergiebig in der Nase zu popeln. Westen. Herd und Fliegen. Fliegen. Wie will ich für den Frosch haben? Das würde sogar Sinn machen. Dein Wunsch sei mir Befehl. Ich habe Fliegen genommen aus der Luft. Na gut, das, wenn da so viele gibt, dann ist das kein Problem. Ich wollte gerade sagen, bei 700 irgendwas, ich glaube, da brauchst du nicht lange greifen. Herd. Du nimmst den Herd und steckst ihn in deine Hosentasche. Leider wird er dir dort etwas zu heiß und du steckst ihn wieder zurück, bevor der Koch etwas bemerkt. Ich frage mich ja, wie der Küchenabfall von der Küche zu unserer Abfallklappe da kommt. Das passt so rein räumlich nicht. Ja. So überhaupt nicht, nee. Ich rede mit dem Koch. Du verschwinden aus meiner Küche, Made. Gib Koch Fliegen. Die will ich aber dem Frosch geben. Du kannst ja nochmal Fliegen fangen. Gib Koch Fliegen. Man zeigt kein Interesse. Warte, ich habe noch eine Sache zu erledigen. Mit einem wilden Schrei des aufkeimenden Wahnsinns greifst du an. Leider versagt genau in dem Moment dein schwaches, kleines Herz und du fällst mit einem Röcheln zu Boden. Game over. Ihr werdet mich niemals kriegen! Okay, dann halt nicht. Das funktioniert. Hätten wir vielleicht bei Dingens auch mal ausprobieren sollen. Ja, also ich weiß jetzt, ich muss nicht speichern, ich kann einfach so sterben und gehen.